Masken haben im Wrestling eine lange und traditionsreiche Geschichte, vor allem in Mexiko. Die mexikanische Wrestling-Kultur wurde auf dem Rücken maskierter Luchadors wie El Santo, Blue Demon, Mil Máscaras und vielen weiteren aufgebaut. Zahlreiche Wrestler, die in Mexiko so verehrt werden, sind in ihrer Maske gestorben oder haben diese an die nächste Generation weitergegeben. Heute stellen wir euch 10 Wrestler vor, die ihr ohne Maske nicht erkennen würdet, konzentrieren uns dabei nicht ausschließlich auf mexikanische Wrestler. 10. Sin Cara. Sin Cara hatte sich mit seinem Outfit schnell einen Namen in der WWE gemacht. Zu dem Zeitpunkt, als 2 Sin Caras aktiv bei WWE waren, wurde der originale Sin Cara gefeuert. Das Double, gespielt durch Wrestler Hunico, ist bis heute Teil von WWE. 9. Doink the Clown. Doink wurde gleich von mehreren Wrestlern verkörpert. 1992 war es Matt Osborne, anschließend Steve Lombardi oder Matt Bourne. Doink war als Face und als Heel aktiv und dafür bekannt, Witze mit Wrestlern und dem Publikum zu machen. 8. Rosie. Der Bruder von Roman Reigns trug zeitweise in seiner Karriere eine rot-blaue Maske. Ohne Maske sieht er seinem Bruder gleich viel ähnlicher. Rest in Peace an dieser Stelle. Rosie, aka Matt Anoa'i, starb 2017 im Alter von 47 Jahren. 7. Rey Mysterio. Mysterio ist der kleinste World Heavyweight Champion der Geschichte. Während seiner Einzüge fokussiert er sich vor allem auf junge Fans, die ihn besonders lieben. Das passiert häufig durch das Schenken einer Maske oder das berühmte Stirn an Stirn drücken. 6. Ric Flair. Bevor Ric Flair die WCW verließ, war er in einer Fehde mit Sting verwickelt. In dieser wrestelte Flair als Black Scorpion, ein mysteriöser, außerirdischer Wrestler, der in langem Gewand und Maske antrat. Die Fehde gipfelte in einem Match bei Starrcade 1990. Sting gewann und konnte den Black Scorpion demaskieren. 5. El Torito. Der kleine Luchador machte als Speedy Gonzales außerhalb von WWE auf sich aufmerksam. Ohne Maske ist nicht viel von dem kleinen Stier übrig, die wrestlerische Klasse bleibt allerdings. 4. Der Boogeyman. Die Gesichtsbemalung und das Verspeisen von Würmern, das hat Boogeyman gruselig gemacht. Im echten Leben ist der ehemalige Bodybuilder allerdings ein sympathischer, nicht so furchteinflößender Typ. 3. Owen Hart. Vor seinem Tod spielte Owen Hart den Charakter namens Blue Blazer. Der Blue Blazer war eine komödiantische Superheldenfigur. 2. Hulk Hogan. Nach WrestleMania 20 zwang Mr. McMahon Hulk Hogan dazu, die WWE zu verlassen. Einen Monat später kehrte dieser jedoch mit einer Maske zurück, er nannte sich Mr. America. 1. Kalisto. Obwohl der junge WWE Highflyer in der breiten Öffentlichkeit steht, hält er bis heute geheim, wie er wirklich aussieht. Seine Maske bedeutet ihm enorm viel und er will keinen Fan dahinter blicken lassen. Damit sind wir auch mit diesem Video schon wieder am Ende. Dankeschön, dass ihr hier dabei wart. Abonniert auf jeden Fall unsere beiden Spotfight-Kanäle. Einmal gibt es den Wrestling-News-Kanal, tägliche, kompakte, topaktuelle Wrestling-News hier in sachlichem Stil. Und den Spotfight-Podcast, der Wrestling-Podcast mit Journalisten, Wrestlern und Experten. Also gerne mal rüberschauen. Die Kanäle sind beide in der Videobeschreibung verlinkt. Einfach gerne mal rüberklicken und bis gleich da.